Hallo liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die zweite Dezemberhälfte 2020. Liebe Fische, befindet ihr euch in Weihnachtsstimmung, dann habt ihr mir trotzdem etwas voraus noch. Bei mir dauert das doch noch etwas, vielleicht sind es auch die Umstände dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch auf die Infobox aufmerksam machen, wo ihr sämtliche Links finden könntet, die euch interessieren würden eventuell. Das weiterführende Reading findet ihr dort unten natürlich über diese Legung. Ihr findet dort unten den direkten Zugang zu meinem Kanal, zum Kanal meiner Mutter, die Social Media Links, die komplette Dezemberlegung, sämtliche Karten, die ich in meinen Legungen verwende, Infovideos, eigentlich alles, was euch interessieren könnte. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, liebe Fische. Ich wünsche, dass eure Lieben an euch denken. Ich wünsche eine schöne Bescherung, eine besinnliche Zeit. Ja, sofern das unter den Umständen möglich ist, natürlich auch viele Besuche, wenn das geht, natürlich in der Familie. Hoffe natürlich, dass ihr da eine tolle Zeit erlebt, liebe Fische. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die zweite Dezemberhälfte 2020 meiner Fische. Der Geier oder Kondor? Geier oder Kondor hier. Magisches Wissen ist demnach eure Hauptenergie, liebe Fische. Magisches Wissen. Ich glaube jetzt nicht, dass da gemeint ist, zu wissen, wie ein Double Lift funktioniert oder was ein Sleight of Hand ist oder irgendwie sowas. Aber ja, die Vergangenheit wird jetzt bereinigt, liebe Fische. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Das steht hier unten und da geht es um Spiritualität. Da geht es um Heilung, da geht es um Erneuerung. Es geht darum, alte Wunden vielleicht zu verarzten bzw. etwas Vergangenes ins Reine zu bringen. Und dabei unterstützt euch potenziell ein Schutzengel, das Universum, Gott, das Schicksal oder vielleicht auch irgendwelche Lieben in eurem Umfeld. Scheinbar habt ihr hier aber definitiv eben auf allen Ebenen Hilfe und Unterstützung und auf magisches Wissen, wie zum Beispiel diese Hohepriesterin hier, könnt ihr zurückgreifen. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die zweite Dezemberhälfte 2020 meiner Fische. Ja, der steht auch für magisches Wissen. Der Hohepriester hier. Ihr könntet es auch direkt mit einem Stier zu tun haben, liebe Fische. Definitiv steht er auch für Religion, Spiritualität, eine feste Verbindung, innere Überzeugung. Die zwei der Schwerter. Unentschlossenheit bzw. aber auch Unsicherheit darin zu sehen. Die Sonne, jawollo. In der Mitte des Readings ist die Sonne definitiv nicht verkehrt hier. Es geht hier um Friede, Freude, Harmonie, Fröhlichkeit, Optimismus, positive Lebenseinstellung. Die Waage hier auch noch. Die Gerechtigkeit, liebe Fische. Könntet es mit einer Waage zu tun haben? Es geht hier auch um Balance, Ausgeglichenheit, Gerechtigkeit natürlich, wie die Karte auch schon sagt. Kompromisse, Urteile, Entscheidungen, Gleichgewicht. Oh, oh, okay. Der Teufel. Ihr könntet es ebenso mit einem Steinbock zu tun haben. Ich habe auch schon einen Löwen hier liegen, liebe Fische. Und der Teufel steht für vieles Negative, sowas wie Ängste, Zweifel, Süchte, Anhaftungen, Toxisches natürlich. Die Vier der Schwerter ist eine adäquate Heilungskarte dazu. Es geht darum, ja, die Gedanken zu heilen im Prinzip. Hier leistet man Gedankenkraft, man zieht sich oftmals auch gedanklich etwas zurück an einen Ort, an dem man vielleicht Heilung erfahren kann. Das kann hier die Kirche sein, das kann aber auch im Prinzip zu Hause das eigene Wohnzimmer sein, in dem man sich Zeit für sich nimmt und versucht, seine Gedanken hier zu ordnen. Die Königin der Stäbe, eine Outcome-Karte, ein Feuerzeichen hier potenziell am Start, liebe Fische. Könnte sich um einen Löwen, einen Widder oder einen Schützen handeln. Vielleicht ist das auch eure Energie, werde ich noch rausfinden. Eine Klärung zum Hierophant, bitte. Die Neun der Schwerter. Negative Gedanken hier, sich zuspitzende Gedanken, Schlaflosigkeit, Zweifel, Ängste. Eine Klärung zu den Zwei der Schwertern. Die Sieben der Schwerter. Das ist Unaufrichtigkeit, das ist hier Lug und Betrug, Diebstahl auch teilweise da drin zu sehen. Eine Klärung zur Sonne. Oh, das ging schnell. Da seid ihr. Hm. Also wenn ihr in der Mitte des Readings seid, liebe Fische, als König der Kelche hier und auf die Sonne geklärt seid, sehe ich hier
Sehr viel Positives. Eine Erklärung zur Gerechtigkeit. Das waren zwei und das sind zwei Münzen. Und eine Münze, nämlich das Ass der Münzen hier. Man wägt hier ab zwischen zwei Optionen womöglich. Pro und Contra und entscheidet sich aber mit dem Ass der Münzen potenziell für eines. Eine Erklärung zum Teufel. Die drei der Münzen. Eins, zwei und drei der Münzen hier. Ein Fortschritt, ein Progress auf finanzieller Basis womöglich. Auch auf materieller Basis hier definitiv möglich. Die vier der Stäbe, eine Outcome-Karte, spricht von ja, Geborgenheit, Sicherheit, ein festes Fundament hier. Kann auch in der Kombi so etwas wie eine Hochzeit sein, beziehungsweise das Eingehen einer Verbindung. Definitiv eine sehr positive Outcome-Karte hier. Eine Klärung zu den neun der Schwerter. Die sechs der Kelche. Ja, das ist das vergangene Thema wahrscheinlich, welches es gilt zu bereinigen. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Der Kondor oder der Geier spricht schon davon. Ich habe hier die klassische Vergangenheitskarte. Eine Klärung zu den sieben der Schwerter. Drei der Stäbe. Eine Erwartungshaltung, aber auch positive Erwartungen hier drin zu sehen. Eine Klärung zum König der Kelche. Der Stäbe. Klassische Kommunikation und Bewegungskarte hier in der Mitte des Readings. Dürfte sich also hier um Gespräche handeln oder Austausch. Eine Klärung zu den zwei der Münzen. König der Münzen. Ein Erdzeichen hier potenziell auch im direkten Bezug zu euch hier, welches euch vielleicht etwas verunsichert hier. Das ist definitiv eine andere Person. Potenziell ein Erdzeichen, ein Stier, ein Steinbock, eine Jungfrau. Eine Erklärung zu den drei der Münzen. Da drehen sich zwei um. Und das sind die neun der Schwerter. Wiederum, ich habe sie links hier auch schon. Und der Ritter der Münzen. Das dürftet ihr sein. Neun der Schwerter. Ja, das sind ja, Zweifel. Es sind hier definitiv Zweifel. Der Page der Münzen. Jetzt haben wir aber fast alle Münzkarten hier. Ihr habt's. Einige von euch haben es tatsächlich mit einem Erdzeichen direkt wahrscheinlich zu tun oder mit einem Menschen mit sehr viel Erdenergie in seinem Chart, liebe Fische. Der Hierophant macht hier euren Anfang. Der Hierophant steht für Religion, eine starke Verbindung, beziehungsweise auch für Spiritualität hier. Das ist einer, der ein ja, festes Band oftmals darstellt. Das kann innerhalb einer Familie sein, ein freundschaftliches Band, natürlich aber auch ein partnerschaftliches Band. Beziehungsweise hat dieser Mensch auch eine sehr feste Überzeugung in sich drin. Er handelt aus Überzeugung und er ist auch ähnlich wie die Hohepriesterin sehr feinfühlig, teilweise auch vorahnend. Die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter auf den Hierophanten geklärt. Es geht hier um Hinterfragung womöglich, beziehungsweise zweifelt ihr an einer starken Verbindung zwischen euch und einem ganz bestimmten Menschen hier. Ihr stellt eine gewisse Lernaufgabe in Frage, liebe Fische. Da bin ich mir relativ sicher, was das angeht. Mit den Neun der Schwertern sehe ich hier Ängste, ich sehe schlaflose Nächte, ich sehe Zweifel und ich sehe Sorgen. Und mit den Sechs der Kelchen darauf geklärt, handelt es sich um eine starke Verbindung. Das ist eine Seelenpartnerschaftskarte, auch eine nostalgische Karte natürlich, symbolisiert eine schöne, eine harmonische Zeit, die oftmals zu zweit erlebt wurde und potenziell in der Vergangenheit liegt. Erste Energie sehr, sehr stark und sehr ähnlich der Hauptenergie. Möglicherweise hattet ihr es mit einem Stier direkt zu tun, mit einem Erdzeichen zu tun. Ich habe hier viele Zeichen drin, bitte versteift euch da nicht drauf. Aber ihr stellt eine gewisse Verbindung entweder auf die Probe. Das kann auch durch äußere Einflüsse oder dem Schicksal natürlich selbst passieren, dass diese Verbindung auf eine Probe gestellt wird. Oder ihr zweifelt an der an der Entstehung dieser Verbindung, an der Beständigkeit dieser Verbindung und vor allem aber auch, was die Zukunft angeht hier hinten. Und diese zwei der Schwerter symbolisieren eben jenes Zweifeln bzw. jene Unsicherheit. Ist dieser Mensch für mich eine Lernaufgabe? Ist es eine toxische Aufgabe? Ist das mein Schicksal? Ist dieser Mensch meine Fügung? Was sind meine Lernaufgaben? Wie kann ich diesem Menschen helfen? Wie wirkt er auf mich? Das sind jene Gedanken hier, die ihr euch hier ja doch vermehrt macht, liebe Fische. Man sieht das hier sehr, sehr stark.
Ihr seid hier in der Mitte des Readings, deswegen handelt es sich um eure Gedankenkraft. Möglicherweise, vor allem wenn ihr so Dualseelen seid zum Beispiel, spiegelt ihr diese Zweifel, Ängste, vielleicht auch diese Gedanken jeweils aufeinander. Das kann sehr, sehr gut sein. Mit den Sieben der Schwertern hier ist eine gewisse Unaufrichtigkeit dargestellt. Ein, aus der Misere stehlen sozusagen, beziehungsweise sich aus der Affäre ziehen, kann man sagen. Hier ist eine Person dargestellt, die sich womöglich in der Vergangenheit euch im Regen hat stehen lassen, könnte man sagen, beziehungsweise hat er sich hier distanziert von euch. Man sieht es hier bildlich schon, ich muss hier irgendwas mit dem Licht machen. Das spiegelt so sehr hier. Die Sieben der Schwerter hier, dieser Mensch hier, entfernt sich von euch. Das ist so einer, der sich aus einer Affäre stiehlt, wie gesagt, beziehungsweise euch vielleicht sogar geghostet hat oder euch von heute auf morgen verlassen haben könnte. Dieser Mensch hier hat sich vielleicht auch gedanklich von euch entfernt. Das kann sehr, sehr gut sein. Definitiv gehe ich hier von eurem Gegenüber aus, beziehungsweise einem Ereignis, welches hier mit den Sechs der Kelchen in der Vergangenheit liegt, welches zunächst sehr, sehr schön war, sehr harmonisch war. Ihr wart hier höchstwahrscheinlich auch in einer tieferen Verbindung, möglicherweise auch Beziehung. Bis hin zur Ehe ist das hier definitiv möglich, vor allem mit ihm hier und dieser Outcome-Karte. Aber wenn man hier weitergeht, hat es hier ein Wanken gegeben, ein Hin und Her überlegen vielleicht sogar, beziehungsweise ein Auf und Ab oder ein On-Off. Das kann hier klassisch auch für On-Off stehen. Und schließlich führte das zu den Neun der Schwertern. Und da ihr hier als der Ritter der Münzen angezeigt seid, meine ich, dass es sich um euch handelt hier und man blickt hier zurück. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ebenso kann das hier euer Gegenüber sein, der ebenso aber auch zurückblickt auf das, was ihr bereits erlebt habt, auf euren bisherigen Weg, liebe Fische. Kann ich mir hier beidseitig vorstellen. Die Drei der Stäbe auf die Sieben der Schwerter geklärt. Handelt sich hier um eine gewisse Erwartungshaltung, handelt sich aber auch um eine gewisse Wartezeit. Diese Wartezeit hier unten, die doch recht präsent ist, bezieht sich höchstwahrscheinlich darauf, dass es für einige von euch schon länger her sein könnte, dass das hier passiert ist, liebe Fische. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass ihr bewusst abwartet, um zu sehen, ob dieser Mensch sich ändert oder nicht. Ich kann das mir hier ebenso beidseitig vorstellen. Es kann für den einen so oder so resonieren. Bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading. Die Sonne in der Mitte des Readings krönt hier im Prinzip euch, liebe Könige der Kelche hier, liebe Fische. Ich sehe hier klassisch den Fisch drin und ihr seid hier raufgeklärt. Die Sonne. Einige von euch könnten es direkt mit einem Löwen zu tun haben oder mit einem Menschen mit Löwe in seinem Chart. Definitiv geht es hier um Harmonie. Es geht hier um Vertrauen, es geht um freundlichen Umgang miteinander, es geht auch um ein positives Lebensgefühl. Ein positives Lebensgefühl, liebe Fische, war bei euch in der Vergangenheit hier definitiv vorhanden. Wenn ich aber die Konjunktion, wie gesagt, weitergehe, gab es da ein Ereignis, eine Situation, in der entweder ihr euch entfernt habt oder sich eben dieser Mensch von euch entfernt hat. Was natürlich dann diesen Frieden, diese Harmonie teilweise immens beeinträchtigt hat. Ich rede deswegen von einer immensen Beeinträchtigung, weil 2x9 der Schwerte in einem Reading heftige negative Gedanken und der Teufel hat ja auch noch seine Finger im Spiel. Also das war nicht zufriedenstellend hier. Ihr habt euch hier auf jeden Fall nicht wirklich im beidseitigen Einverständnis getrennt mit einer völligen Überzeugung. Das meine ich, war hier nicht der Fall. Im Laufe der Zeit, die hier unten auch angezeigt ist, liebe Fische, seid ihr mehr und mehr ins Zweifeln gekommen, was euch und eben diesen Menschen hier angeht. Ihr seid hier beide in der Intuitivebene vertreten. Es kann auch genau umgedreht sein, dass dieser Mensch vielleicht am Anfang sehr überzeugt von euch beiden und eurer Verbindung war, aber im Laufe einer gewissen Zeitperiode immer unsicherer war. Ne? Das ist hier sowas wie kalte Füße bekommen, das ist hier Vertrauensschwund sozusagen, beziehungsweise ist man sich eben nicht sicher, wie sieht meine Zukunft eben mit diesem Menschen aus. Dieses Denken, diese Mentalität kann auf beider Seite vorhanden sein. Man spricht hier nämlich auch von einer Zweiseitig- oder Zweischneidigkeit. Mit den 8 der Stäben auf euch hier geklärt, liebe Fische, in der Mitte handelt es sich um Kommunikation und um Bewegung. Kommunikation steht hier höchstwahrscheinlich an, liebe Fische. Es kann sich sehr, sehr gut um Kommunikation auf dem elektronischen Wege hier handeln. Ihr habt hier euren Gegenüber, ich habe hier euch und in der Mitte hier ist eine Kommunikationskarte. Aber die 2 der Münzen hat ja auch noch so ihre Finger im Spiel. Das könnte sich teilweise um den heißen Brei herumreden handeln. Ja, doch, das ist hier sehr, sehr stark sogar so zu deuten hier. Um den heißen Brei herum handeln. Es kann sich hier um oberflächliche Kommunikation handeln. Es kann sich hier um Smalltalk handeln.
mit dieser Person oder mit einer anderen Person, die aber involviert ist dann in euer Geschehen beziehungsweise in das, was passierte, liebe Fische. Wenn ihr beide hier kommuniziert, dann ist das hier eher oberflächlich, dann ist das hier eher so übers Wetter, über die Lottozahlen und wie man am besten seine Hausschuhe paniert, ohne sie zu verbrennen. Aber das hier ist definitiv nichts Gefühlsmäßiges. Es herrschen hier vielleicht zaghafte Annäherungsversuche, das kann ich mir vorstellen. Aber einer von euch beiden wird dann definitiv einen Rückzug machen, wenn es dann doch ans Eingemachte geht. So eine Art von Kommunikation sehe ich hier. Für viele von euch dürfte diese sogar bestehend sein. Für einige von euch kann diese Kommunikation auch intuitiv bzw. mental basiert sein, ne? Dass man im Kopf mit jemandem kommuniziert und nicht wirklich reell. Mit der Gerechtigkeit hier oben und dem darauf geklärten Ass der Münzen wird es hier Chancen geben. Es gibt hier Potenziale, die es gilt abzuwägen. Liebe Fische, einige von euch könnten hier ja abwägen, ob es sich lohnt, auf einen Menschen zu warten und dessen Entwicklung bzw. ja euer beider Entwicklung auf einen gemeinsamen Wege abzuwägen. Man sieht es in dieser Konstellation hier, die drei der Stäbe, die Wartezeit, ihr und hier oben ist das Gleichgewicht, die Entscheidung, der Kompromiss, auf den einige von euch warten dürften, bis sich hier mal ein Mensch entscheiden kann, ob er denn jetzt hier eine Münze von euch potenziell gereicht wahrnehmen möchte oder ob er das eben nicht möchte, ob er diese Verbindung einsieht, ob er gewillt ist zu arbeiten, an einem gemeinsamen Weg meinetwegen zu arbeiten. Hier herrscht ein gewisses Wanken und dieses Wanken könnte länger schon aktiv sein, beziehungsweise aber auch aufgrund der doch schon einige vergangener Zeit, ne, auftreten. Diese zwei der Münzen könnten von eurem Gegenüber auskommen oder von euch hier auskommen, liebe Fische. Kann hier sehr, sehr gut sein, aber hier wägt man ab, ob man eine Chance wahrnehmen möchte oder ob man sie nicht wahrnehmen möchte, beziehungsweise ob man jemanden eine Chance reichen möchte oder nicht. Das ist hier ein Hin und Her. Es ist ein Auf und Ab und auch dieses ja nicht so ganz aufrichtige Verhalten hier, welches potenziell an euch hin hier geschehen ist in der Vergangenheit, lässt euch teilweise auch ins Wanken geraten. Für einige von euch, liebe Fische, da ich hier auch euren Gegenüber auf dieses Wanken geklärt habe, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass euer Gegenüber euch vielleicht kontaktieren möchte, eventuell euch auch eine Chance anbieten möchte. Es ist hier Erdenergie und hier unten ist der König der Münzen vertreten, aber sich absolut nicht sicher ist. Das sieht man hier in der Konjunktion und hier ist er draufgeklärt auf die zwei der Münzen, zwei der Schwerter, recht ähnliche Energie in dem Bezug. Und euer Gegenüber kann sein, dass er euch was anbieten möchte, weiß aber nicht, wie ihr darauf reagiert und weiß auch gar nicht mal sicher, ob ihr denn überhaupt noch interessiert seid. Das kann hier für einige von euch der Fall sein, liebe Fische. Der Teufel hier oben folgt und der Teufel hat etwas mit Ängsten zu tun. Er hat was mit Süchten zu tun, beziehungsweise aber auch einer gewissen Unfreiheit. Und ich sehe hier nicht unbedingt eine Unfreiheit, wenn dann ist diese auf mentaler Ebene basiert und hat definitiv etwas mit einer starken Verbindung zu tun. Hier die Spiegelung auf die Sechs der Kelche und hier die Spiegelung auf den Hierophanten. Starke Verbindung definitiv bei einigen von euch vorhanden zwischen euch und eurem Gegenüber, liebe Fische. Ich meine, es geht hier tatsächlich um eine Art Abhängigkeit, dass man mental nicht ohne einen gewissen Menschen kann. Und dieses Denken kann, wie gesagt, gespiegelt sein, das heißt beidseitig vorhanden sein oder von einem von euch beiden definitiv mental basiert präsent sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Mit den vier der Schwertern kommt aber dort auch eine gewisse Hinterleuchtung rein. Vier der Schwerter hier gleichzeitig mit dem Teufel, hier geht es um gedanklichen Rückzug. Man durchleuchtet hier eine gewisse Verbindung, man durchleuchtet hier aber vor allem auch die negativen Aspekte einer Verbindung. Deswegen ist hier der Teufel auch aktiv. Einige von euch dürften es auch direkt mit einem Steinbock zu tun haben. Beziehungsweise diese vier der Schwerter sagen Heilung. Gedankliche Heilung, beziehungsweise auch versuchen, Ängste zu überwinden und Zweifel aus dem Weg zu räumen. Und ich habe hier Zweifel auf wahrscheinlich sogar beiden Seiten, beziehungsweise kann ich mir das auch sehr, sehr gut als Ängste vorstellen, einen gewissen Menschen aufgrund einer Nichthandlung, aber die ist beidseitig, liebe Fische, zu verlieren.
Einige von euch dürften hier sogar das Gleiche wollen, also ihr und euer Gegenüber, liebe Fische. Das ist hier sehr, sehr stark präsent. Es kommt aber auch auf eure Einstellung drauf an. Möchtet ihr hier diesen Menschen am liebsten loslassen und nichts mehr von ihm hören? Versucht ihr euch gedanklich zu entziehen hier von dieser, es kann auch eine Koexistenz sein hier, ne? Wollt ihr das machen, dann will das euer Gegenüber auch. Beide schaffen es aber in dem Falle nicht. Okay? Wollt ihr etwas wieder intensivieren? Ja? Weil hier fühlt man sich unfrei, hier fühlt man sich aber auch im Prinzip wirklich gebunden an eine ganz bestimmte Person. Dann ist das bei eurer Person, bei eurem Gegenüber auch der Fall, liebe Fische. Ich sehe hier viele Dualitätskarten. Ich sehe hier die Sonne gekrönt in der Mitte des Readings. Eure Intention sehe ich hier definitiv beidseitig. Und in dieser Annahme unterstützt mich auch die Drei der Münzen, die auf dem Teufel hier geklärt ist. Die Drei der Münzen hat etwas mit Arbeit zu tun, mit Analyse zu tun, mit Zukunftsplänen zu tun. Und die sind entweder alleine oder gemeinsam. Deswegen sage ich, es kann hier je nach eurer Ansichtsweise unterschiedlich sein, liebe Fische. So oder so meine ich, dass euer Gegenüber hier auf der gleichen Schiene ist. Wollt ihr etwas intensivieren, will das euer Gegenüber auch. Wollt ihr euch versuchen loszureißen, will das ebenso euer Gegenüber. Ich spreche hier viel von Dualität und auf diesem Progress hier gilt es noch etwas an Erfahrung mitzubringen, etwas noch mehr zu durchleuchten. Hier auch eine Lernkarte, ne, hier mit dem Buch, beziehungsweise hier die Gedankenanalyse. Pläne schmieden heißt das auch. Strukturieren von Gedanken kann man sagen. Denn oftmals, liebe Fische, und das kann sehr, sehr gut einmal für euch stehen und einmal für euren Gegenüber stehen, verfallt ihr hier wirklich in eine Art Zweifelenergie, in eine Angst, in eine, ja, Zukunftsangst, womöglich hier auf die drei der Münzen geklärt, das eine Zukunftskarte darstellt, kann es sehr, sehr gut sein, dass ihr beide von Zeit zu Zeit Angst um eure Zukunft habt und die kann natürlich für die eigene Zukunft stehen, beziehungsweise eben für die gemeinsame Zukunft stehen. Diese Ängste gilt es im Prinzip zu bereinigen, Zweifel zu überwinden hier und dabei erfahrt ihr potenziell Unterstützung. Diese Unterstützung, von der hier die Hauptenergie spricht, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Ich sehe hier im Prinzip eine Königin der Stäbe im Outcome. Das kann natürlich eine Person sein, die euch unterstützt in diesem Prozess, kann sich um ein Feuerzeichen handeln, muss sich nicht um ein Feuerzeichen handeln, kann auch hier für euren Gegenüber stehen. Ich meine, es gibt hier bestimmte Menschen, liebe Fische, in eurem Umfeld, die euch dabei unterstützen können, euch ja, selbst Klarheit zu verschaffen, Zukunftspläne zu schmieden, diese Verbindung genau zu durchleuchten. Das ist ein Mensch, der für euch da sein könnte, wenn ihr einfach mal reden wollt, wenn ihr auch Hilfe braucht beim, keine Ahnung, Abwasch, ne? Irgendwas hier. Das sind hier Menschen, die euch unterstützen können. Diese Menschen sind hier im Hintergrund. Jeder von euch dürfte einen solchen Menschen haben. Und wenn nicht, dürfte der sehr, sehr bald kommen. Definitiv dürft ihr hier auf Hilfe hoffen. Das magische Wissen haben die meisten von euch bereits schon. Die Hauptenergie. Und es gilt, sich auf dieses magische Wissen zu besinnen, liebe Fische. Wirklich gut zu durchleuchten, diese ganze Situation. Ich meine, es geht hier tatsächlich um euch und um euren Gegenüber. Die ihren Blick hier hat, dieser Ritter der Münzen, das ist derjenige, der langsame, aber beständige Schritte nach vorne macht, nichts überstürzt, ja. Der hat hier seinen Blick auf das Buch hier, wenn ihr das seht, und das ist Wissen aneignen, das ist Lernen hier. Und von Lernen kann man hier wirklich sprechen, denn diese Neun der Schwerter hier, das sind negative Energien, negative Gedanken, Zweifel, Ängste und Süchte, die ihr manchmal habt und manchmal imstande seid, entweder selbst zu bereinigen durch Insichtkehr, oder eben mit der Hilfe eines anderen Menschen wieder etwas absacken zu lassen. Einer, der euch hilft, mental basiert, diese Ängste, diese Zweifel zu überwinden. Outcome-Karten, potenziell ist das hier ein Helfer, von dem ich gerade gesprochen habe. Es kann sich auch um euren Gegenüber handeln oder um eure Energie. Das werde ich hier definitiv noch herausfinden im weiterführenden Reading dann. Die starke Verbindung ist hier mit den vier der Stäben angezeigt. Das kann hier für einige von euch wirklich sehr, sehr hoch gehen, bis hin zu einer Ehe womöglich, beziehungsweise kann es sich hier auch um das Eingehen einer Partnerschaft handeln, liebe Fische. Auch das werde ich im weiterführenden Reading nochmal genauer anschauen müssen, denn diese Karte hier hat sehr, sehr viel Aussagekraft. Vor allem steht sie aber auch für Geborgenheit und Sicherheit. Der Page der Münzen, das ist die klassische Lernkarte. Ich bin hier sehr viel beim Lernen und beim Erlernen. Ich bin beim Wachstum. Ich bin hier aus Erfahrungen, ja, Resümee ziehen und ja, Fehler vermeiden in Zukunft, beziehungsweise ist das hier die klassische Wachstumskarte auch.
Bin gespannt. Ich meine, es handelt sich hier um euren Gegenüber, liebe Fische. Diese Karten schaue ich mir jetzt gleich im weiterführenden Reading an. Wenn ihr hiermit resoniert, liebe Fische, wenn ich euch hier ja quasi getroffen habe in dieser Legung und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist natürlich kein Muss. Wie gesagt, ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit, schöne Beschenkung, frohe Festtage. Lasst mir gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet. Da, herzlichen Dank dafür. Ihr seht das natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, liebe Fische. Und bis dahin, macht es gut.